Speaker, und zwar Jean-Marie Bodka. Der ist internationaler Experte für das Thema Kommunikation. Und Kommunikation ist ja auch gerade ein Thema, was extrem wichtig ist, wenn es um die Krise geht, weil manche Menschen arbeiten gerade von zu Hause aus, die Meetings funktionieren nicht. Gerade in der Schule ist es ein Riesenproblem. Die Meetingräume der Lehrer stürzen die ganze Zeit ein. Die Kommunikation hapert hinten und vorne, weil die Lehrer sich nicht im Lehrerzimmer austauschen können. Es ist also viel, viel Problematik gerade. Und Jean-Marie, der macht das ganze Thema Kommunikation, aber auf noch eine sehr, sehr andere schöne Art und Weise. Und das wird er uns gleich erzählen. Aber erstmal ein paar Hintergrundinformationen zu ihm. Er ist der geübte Menschenleser. Er deutet wertschätzend die vielfältigen Signale aus dem Unterbewussten, also was uns alle so steuert, ohne dass wir es unbedingt mitbekommen. Er unterstützt seit mehr als 50 Jahren Menschen in ein besseres Selbstwertgefühl und in eine gewinnende Wirkung. Als Mentor, Dozent, Berater und Profiler und Lebenssinncoach transformiert und begleitet Jean-Marie Engpässe in positive Ziele und wohltuende Neuorientierung, also gerade auch für Unternehmen sehr interessant. Ratsuchenden gibt er gerne sein Wissen und seine reiche Erfahrung weiter in fair bezahlten Einzelberatungen, aber auch Gruppentrainings zum Höchstwohl aller. Und er hat uns folgendes Thema mitgebracht, das er uns gleich anreißen darf. Bühne frei für Jean-Marie. Schönen guten Abend. Wunderbar. Was hat die Corona-Krise uns gebracht? Seien wir mal ehrlich, ja, sogar geschenkt. Bewusstsein. Wir sind bewusster geworden. Und deswegen ist mein Spruch auch heute: Lebe im Haus deines Körpers. Wir gehen jetzt anders mit uns selbst um. Es geht um unsere physische, aber auch um unsere psychische Gesundheit. Wissen Sie, wieso und warum Sie die Haxen so erst auf den Boden legen? Und nicht wie der Rest der Welt. Alle anderen Völker setzen den Haxen ganz langsam, also nicht die Fersen wie wir. Nur die Europäer und die Nordamerikaner gehen so. Warum? Ich kann natürlich nicht in 7 Minuten das erklären. Aber zum Beispiel, mit welcher Geschwindigkeit geben Sie jemandem die Hand? Wie breit sind die Ellenbogen aus Ihrem Körper dann entfernt? Und wie viel Muskel haben Sie im Gesicht? Und wie viel mal verändern Sie die Augenbraune? Bei welchem Gefühl? Und wissen Sie, wie viel Muskeln Sie um den Mund haben? Können Sie das kontrollieren? Das sind die 8 Hauptsäulen der Körpersprache. Jetzt anders. Jetzt geht es nicht mehr wie in den Büchern, ja, wie werde ich erfolgreich oder wie präsentiere ich mich? Nein, wie ticke ich? Wie ist mein Körper so, dass er mich wunderbare, tiefe Signale gibt? Und denken Sie, dass diese Hunderte von Signalen, 100 in einer Minute, in 60 Sekunden, nichts mit Ihnen zu tun hat? Nein, es geht um Ihre tiefe, verborgene Werte. Jeder kleine Signal erzählt Ihre Bedürfnisse aus Ihrer DNA. Nicht nur Grundbedürfnisse, aber auch Ihre Gefühle. Ist das interessant für Sie? Oder denken Sie, dass ein anderer Mensch, der Sie beobachtet, das gar nicht aufnimmt? Mit seinem limbischen System, das heißt hier die Hypophyse, hier in der Mitte hier, mit unserer kleinen Mandelkern zuständig für die Gefühle. Viel später kam der Neokortex und die beiden, die kommunizieren nicht miteinander. Deswegen die Körpersprache so schwierig, weil der Verstand, noch nicht so alt, vielleicht 2000 Jahre alt, 3000, kommuniziert nicht mit unseren Gefühlen. Was kann ich für Sie tun als Experte über 50 Jahren in dem Körperausdruck, auch Körpersprache genannt? Wie wäre es, wenn ich Menschen wie Sie unterstützen könnte mit mehr Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit? Ja, finden Sie das nicht interessant, wenn Unternehmer sich einmal besser präsentieren können oder den Elevator-Pitch besser abgeben? Möchten Sie gerne auf einer Bühne stehen und für 2000 Leute? Nein, undenkbar? Mit mir nicht. Durch meine reiche Erfahrung seit 1960 als Bühnenfotograf und Fotojournalist habe ich Tausende von Schauspielern fotografiert und auch sehr viele Berühmtheiten, was Sie auf Wikipedia nachlesen können. Und in Paris in den 60er Jahren wurde ich von den Besten in der Mime, in der Pantomime ausgebildet. Ich habe das aufgesogen. Und seit 2007 habe ich mich weiter ausgebildet in der positive transkulturelle Psychotherapie und in verschiedene internationale Coachings.
Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie noch erfolgreicher kommunizieren könnten, auch nonverbal? Ihre Mitmenschen würden Sie besser zuhören und gleich verstehen. Und natürlich brauchen Sie dafür ein Fremdbild. Und genau das biete ich Ihnen. Woher sollen Sie Ihr Fremdbild holen? Aber natürlich ist ein Selbstbild dafür auch nötig. Wer kennt sich schon selber? Persönlichkeit von Persona. Wie viele Masken trage ich am Tag? Ja, was nützt ein Titel, ein Besitz, eine Firma, ein großes Studium, wenn es nicht ankommt, das, was Sie sagen wollen? Und Sie werden es nie erfahren. Das ist der Transfer. Erinnern Sie sich noch an Ihr letztes Kundengespräch? Wissen Sie noch? Haben Sie versucht, sich durchzusetzen oder zu überzeugen? Alle diese Signale waren da. 100 in 60 Sekunden. Oder wurden Sie oder haben Sie die Menschen oft unterbrochen? Haben Sie sich gefragt, eigentlich, wozu machen Sie Ihren Beruf? Wozu? Nicht was und wie, aber wozu? Und ist das, was Sie tun, auch das, was Sie gerne tun? Oder brauchen die anderen Menschen das nicht zu wissen? Was sind Ihre ersten drei Werte? Können Sie das aufzählen? Ihre drei ersten Prioritäten von den 384 Werten, die es gibt. Und warum ist es so schwierig, Gefühle zu zeigen? Genau das sind die Signale unseres Körpers. Ja, den Nutzen, den ich als Experte Ihnen geben kann, sind mehr Freude und einem besseren Wirken. Mehr Begeisterungsfähigkeit, mehr Selbstwert und Sie werden transparenter. Durch eine bewusste und dadurch authentische Körpersprache verbessern Sie Ihre empathische Kommunikation. Die Menschen lieben Ihnen. Sie sind optimistischer und die Menschen bringen Ihnen mehr Wertschätzung. Ab jetzt sind Sie bewusster geworden. Sagen Sie nicht nur, wie tickt der andere, aber wer bin ich? Ich mache auf einfache Weise in dem Voraus einen aufwendigen Text über 108 Themen der Persönlichkeit. Also ich bin viel tiefer gegangen in der Körpersprache. Und diese Testen zeigen ihre Stärken und ihre Herausforderungen. Wie eine Tomographie beim Arzt. Es tut nicht weh. Dadurch wissen wir, an was wir arbeiten können. Sofort. Und sie bekommen eine Neuorientierung. Ist genauso wie beim TÜV. Ja? Aber hier um ihre Persönlichkeit. Als Face- und Body-Reader, als Experte Nummer 1 in der Körpersprache seit 1960, als Work-Life-Profiler und als Lebenssinn-Coach sind suchende Menschen bei mir in guten Händen, weil ich die Menschen liebe. Meine Kunden sagen von mir, ich transformiere die Menschen zum Wohle aller. Ich danke schön und seien Sie weiter achtsam mit sich selbst. Dankeschön, Jean-Marie Bodkin. An dieser Stelle haben wir wieder die eine Minute, wo Sie Fragen stellen dürfen. Einfach in den Chat reinschreiben. Und Jean-Marie wird die Fragen dann beantworten. Die Kontaktdaten, die geben wir Ihnen natürlich auch. Die kann ich eben freigeben.
So, jetzt sehe ich den Chat nicht. Das ist nicht so ideal. Ja, gibt es Fragen? Ja, ich habe Fragen und zwar habe ich hier bekommen, die Michaela fragt, wie steht er zu den Gesichtsmasken hinsichtlich der Körpersprache? Wie stehst du zu den Gesichtsmasken? Ich habe dafür ein kleines Webinar gemacht schon. Wir sehen alles, wir sehen alle heute aus wie Räuber. Ja, das war wunderbar, wie die Cowboys sich auch ihr Gesicht wegtaten. Das ist interessant. Wir sehen aus wie Moslems heute. Und wir haben Angst. Die Menschen gucken ganz schnell. Und in mir war das schon so gut, dass jemand mir begegnete. Und er ist auf die Straßenseite gegangen, da wo die Autos fahren, um mich nicht zu begegnen, weil ich so gesagt für die Risikogruppe wäre. Also es wird lange dauern, damit der Mensch diese Angst, weil Angst ist ein Phänomen mit sehr vielen Masken und hat sehr viele Formen. Das wird sehr, sehr, sehr lange dauern. Einmal die Nähe zu nah zu Menschen. Wir sind aufgeschlossen gewesen, eingeschlossen, meine ich. Und gleichzeitig sehr fern. Heute jemand rief mich an und sagt, ja, ich weiß nicht, wie ich die Leute anrufen soll, weil sie sagen immer das Gleiche und die gleiche Problem. Unsere Gesicht hier hat so viel Informationen. Da habe ich überhaupt noch nicht gesagt. Das sind noch mehr Signale. Also hier das Denken, das Fühlen und das Handeln. Jede Auge ist anders, jede Nase ist anders. Und diese Physiognomie ist so interessant. Vor 2000 Jahren waren die Chinesen schon viele Systeme, aber das deutsche System von Karl Hutter ist das Beste. Und das wissen die wenigsten Menschen. Noch eine Frage. Mittels der Körpersprache kann man auch den eigenen psychischen Zustand beeinflussen, nicht wahr? Es ist nicht einfach. Es ist die Frage auch, kann man Körpersprache lernen? Ich sage ja und nein. Wenn man da dran ist und wenn man sich ehrlich, wie im Yoga, sagt, ich gehe jede Woche zu meinem Yoga oder gar zweimal in der Woche, kann man das lernen. Wenn man sagt, okay, ich mache mal ein Buch auf und ich mache mal einmal ein Seminar mit, ja, dann geht das nicht. Körpersprache ist der Zugang zu finden zu seinem Unbewussten. Und das habe ich versucht heute zu sagen. Achtsamkeit, Awareness, lebe im Haus deines Körpers, das ist nicht so einfach nur mal so schnell gemacht. Das heißt, ich müsste einen Gegenüber haben, in den Spiegel geht das nicht. Also ich brauche einen Coach, ich brauche einen Partner, der mich auf jedes Mal sagt, also, das hast du jetzt gemacht, das hast du so gemacht und so weiter. Also vielleicht auch Video, aber man braucht einen Translator. Man braucht jemanden, der sagt, okay, das insgesamt. Also nicht nur, dass die Nase rückt, also zum Beispiel, ja, kleine Lüge, große Lüge, ganz große Lüge. Aber nur ins Gesamtkonzept. Ja, genau wie jeder sagt in den Büchern, ja, die Hände verschränkt, ja, ich bin abgeneigt. Nein, es geht um den Menschentyp, um den Gefühlstyp, um den Charaktertyp und es geht um das Gesamt. Und das ist eine Studie. Ich habe sehr viel lange gebraucht in meinem Leben, um das zu können. Okay, es kommt noch die Nachfrage dazu, zu der Frage, also es geht mehr um die Haltung, also der Zustand, bin ich aufgerichtet etc. Kann ich das durch die Körpersprache? Ganz interessant, die Haltung ändert sich bei den Menschen. Also wir haben lange gebraucht, zu Homo sapiens zu werden. Ja? Wir gingen früher ganz so, ja? Aber es hat lange gedauert. Und jetzt sind wir fast angekommen, dass wir gerade gehen, dass wir einen Status haben, dass wir Würde haben. Wir sagen auch, wenn ein Mensch nimmt seinen Rücken, der hat Rückengrat. Das bedeutet einen geraden Rücken. Auf den Mensch habe ich Vertrauen. Wenn jemand krumm geht und dann noch auf der Seite guckt mit seinem Schulter, ja, und dann noch mit seinem Blick, dann habe ich kein Vertrauen. Das wissen wir von Millionen von Jahren, unser limbisches System. Jetzt, durch diese Handys, ja, gehen die Menschen schon wieder so und wieder so. Und auf die Straße gehen sie schon so. Ja. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Das Wort kommt jetzt mir nicht im Kopf, aber wir degradieren uns, das, was wir lange gebraucht haben, um ja.
eine Würde zu zeigen. Ja, also ich kenne das auch mit dem einen oder anderen Chef, den ich schon hatte, war das ähnliche Sache. Noch eine Frage von Philipp. Wie holen Sie psychische Disbalancen aus dem Unterbewusstsein? Durch Mentalfeldtechniken oder durch Gewinnen der Erkenntnis? Mentalfeldtechniken oder durch Gewinnen der Erkenntnis? Wie machst du das? Also, da gibt es natürlich mehrere Methoden. Wichtig ist, dass ich das ganzheitlich sehe. Ich in meiner Ausbildung in der positive Psychotherapie gibt es natürlich auch das Positive. Was ist gut an der Angst? Was ist gut und was ist positiv an einer Depression? Erstmal sollen wir das Thema, das Grundthema finden. Also es gibt eine Boje oben, das sichtbare Problem. Wir sagen sichtbare Fähigkeit. Dann gibt es das Hauptproblem. Wir sagen das Hauptfähigkeit. Und dann gibt es das Grundthema, das ganz, ganz weit zurückliegt. Wichtig ist, an diese Themen heranzukommen, loszulassen und dann diese bewusst zu machen. Das heißt, es ist mehrere Methoden, zum Beispiel eine wunderschöne Methode von meinem Mentor, meinem Professor, sind Geschichten. Er hat 1100 Geschichten und jedes kleines psychische Problem hat eine Geschichte, ein Märchen. Auch eine sehr schöne Art. Eine Frage, die finde ich noch sehr wichtig, und zwar, was ist die beste Reaktion bei Angst? Gerade jetzt in der Krise, unglaublich wichtiges Thema. Du hast schon angesagt, dass Leute auf die Straße springen, um dir nicht in die Quere zu kommen. Was ist dein Tipp für Reaktion bei Angst? Also, natürlich würde ich sagen, lächeln. Wenn wir eine Maske haben, sehen wir nicht, dass wir lächeln. Aber wir können an dem Körper sehen, dass wir lächeln. Also wir müssen mehr winken. Wir müssen also mehr mit unseren Gebärden, mit unserer Gestik arbeiten. Wenn die Arme, in Deutschland gibt es keine Gestik, leider. Ja, in jeder Land, wow, ich freue mich, Italien, Spanien und so weiter, Südamerika. Wenn wir natürlich hier lächeln, und ich sehe das nicht, aber auch unsere Augen können lächeln. Also wenn die Augenpupillen, also wenn die Augen größer werden, ist das interessant. Wir lächeln und die Augen sind zu. Das heißt, wir sehen keinen Mund, aber die Augen sind auch noch zu. Noch schlimmer. Also wir müssen zu neuen Nähe kommen, die Nähe auch durch die Wellenlänge. Wenn ein Mensch gut gesinnt ist, dann spürt der andere das auch. Also wir brauchen, ein Blinde kann genau jemanden spüren. Ganz herzlichen Dank. Damit sind alle Fragen beantwortet, die ich hier habe. Es schreibt noch der Herr Schuster: Hallo Jean-Marie, sprichst du von der positiven Psychotherapie von Nosrat Pesechkian? Richtig. Von Professor Dr. Nosrat Pesechkian, richtig. Wunderbar. Ist die Frage damit geklärt? Ich denke mal schon. Ganz herzlichen Dank an dich, Jean-Marie,